Heiland Zack. Heiland Zack noch einmal. Das ist schwer hier, du. Hey, der DHL-Mann ist da. Post, palim, palim. DHL, Post vom Marc aus Deutschland mit DHL. Heute wieder extra mal DHL angezogen. Wenn ich sowas anhabe, gibt es immer was zum Meckern hier. Wirklich wahr, ich muss wieder schimpfen über DHL. Also, der ging jetzt bestimmt, was war das jetzt? 14 Tage, ne? Oder? Ging der jetzt? Und seit wann schickt denn jetzt DHL die Pakete über die Schweiz? Der erste Flug ging von Deutschland nach Zürich und dann von Zürich nach Bangkok erstmal. Und wir gucken uns dann hier den Sendungsverlauf an und sehen, aha, Flug ist ja jetzt gegangen, Flug ist ja da und danach ging jetzt nichts mehr. Und wir denken ja schon, der ist ja schon hier in Thailand und ich denke auch, was ist los? Wieso ist denn da keine Zollabfertigung? So, und dann kommt ein zweiter Flug, LX180, und ich gucke danach, was ist das denn? LX180 ist der von Zürich nach Bangkok. Also, heute habe ich gesehen in den Nachrichten, dass viele Airlines auch in Deutschland schon nicht mehr starten und landen wollen, wegen den erhöhten Gebühren in Deutschland. Also Ryanair und andere Airlines werden ihre Flüge rigoros streichen von Deutschland aus. Bestimmt DHL ebenfalls, dass sie sagen, nein, zu teuer. Wir machen nur noch von der Schweiz aus versenden. Deswegen dauert es auch länger. So, und dann müssen bezahlen Tag auch so. Halleluja, müssen bezahlen Tag auch so. Heißt auch Deutsch, wir müssen das erste Mal, dass ich hier 70 Baht Steuern drauf bezahlt habe. Normalerweise go in Gott sei Dank, dass ich da nicht wieder hinten muss. Also ich weiß jetzt nicht, warum die das jetzt da jetzt gemacht haben, aber auch natürlich neu wegen den Steuerbestimmungen, ja. Und Thailand hat ja auch vor, oder ja, scheinbar machen sie das doch auch, ne, dass sie dann Waren, die von Ausland reinkommen, speziell Amazon und, wie heißt der andere? Temu. Da sind sie ja so scharf drauf, dass sie den eigentlich gar nicht hier drin haben wollen, weil der die kleinen Händler wohl kaputt macht. Und deswegen wollen sie dann die Sachen vom Temu auch besteuern. So, aber ich bin da hier nicht vom Amazon oder Temu oder weiß der Geier was. Ich bin hier von DHL aus Deutschland. Und wie gesagt, erste Mal, dass ich jetzt hier 70 Baht... Ich bin der Uwe aus Thailand. Richtig. Kennt man mich schon? Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Habe ich noch gar nicht gesagt, oder? Also, lange Rede zum Begrüßung. Ich würde aber sagen, jetzt machen wir das Teil erstmal auf. Sind 11 Kilo, ne? Oder? Keine Ahnung. Ich habe geguckt hier drauf, das waren glaube ich 11 Kilo. Ist doch schon schwer. 11 Kilo schon. Dann nicht vergessen. Nicht vergessen. Vielen Dank. Ja. Ich wollte erst mal aufmachen und dann wollte ich vielen Dank sagen, wenn ich die Geschenke da sehe. Vielen Dank an den Marc schon mal für seine... An den lieben Marc. An den lieben Marc und noch einen dicken Schmatzi. Und ich würde aber sagen, jetzt lass uns doch erst mal aufmachen, gell? Jetzt pass auf. Hallo, Sawadika, guten Tag. Sind Sie aufgeregt? Ja, vielen Dank, Marc. Wo ist? Mami. Ah, das fehlt heute. Das ja. Also. Die Tup-Tup kommen leider hier. Die Abonnenten, sie sind warten in der Tup-Tup. Die Vögel. Die Vögel. Ich sehe jetzt gerade hier innerhalb des Pakets Packliste. Also das ist jetzt nicht nach Standardmarkt. Das sollte man so auch nicht machen. Da kommt normalerweise hier oben drauf noch eine Packliste. Und das hier, das geht normal durch den Zoll nicht durch. Das habe ich bestimmt 70 Baht deswegen bezahlt. Kann gut sein. Also, und dann noch auf Deutsch geschrieben. Das kann doch kein Mensch hier lesen. Muss er auf Thai schreiben. So, jetzt pass auf, jetzt gehen wir weg hier. Ich muss hier. Hast schon. Na, 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 na.
was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Ausfüll, Versandbescheinigung. Ach, hier ist noch mal eine. Ach, hier ist noch eine. Ja, okay, ist ja gut, ist ja gut. Habe ich ja gar nicht gesehen, dass hier auch noch mal eine richtige Liste drauf ist. Er hat es gut gemeint und hat hier noch mal von außen eine dran gemacht. Jetzt habe ich es verstanden. Es ist ja auch schon wieder spät hier. Wir haben, wie spät haben wir heute? 16:45 haben wir heute und... Was ist das denn? Und? Was er hat gemacht? Ich weiß nicht. Und? Vogel. Und? Ich habe gesagt, heute ist sowieso ein Feiertag, ne? Heute ist ja König sein. Aber vom Sonntag. Ja. Tag für die König Nummer 9 tot. Ja. Dann heute auch so, dann mehr Feiertag, einer Tag mehr. Der vorherige König. Ja. Tot. Ah, achso, Todestag heute vom König. Hier ist Urkunde. Uwe und Paul Panner, Leistung und Anerkennung für den besten YouTube-Kanal aller Zeiten. Richtig. Macht weiter so und lasst euch nicht verbiegen. Ganz viele Grüße von Marc aus dem Ländle. Lasst es euch schmecken. Da hat er noch ein Ding dran nee. Jetzt gemacht hier. Mit, ja. mit Vogel, mit Wasserzeichen. Papagei. Das sind unsere? Das ist unsere? Nee, das ist ein Arasch, ne? Ara, ja. Das ist ein Arasch, ne? Schön. Kann man die jetzt übers Bett nageln jetzt? Die nageln wir uns jetzt übers Bett. Also, jetzt gucken wir uns aber erst einmal nach diesem riesigen, fetten Lob hier vom Marc, was wir uns alle sehr zu Herzen nehmen, hier mal an, was wir denn hier als... Ist das schon das Weihnachtspaket? Müssen wir jetzt schon singen hier? Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum. Achso. Also, wir fangen an. Rumtraubenuss, richtig, richtig, genau richtig. So, Rumtraubenuss. Denk an meine Kilos, Uwe. Und davon haben wir Traubenuss. Rumtraubenuss. Achso, gut. Ja, habe ich gesehen, Also von der Temperatur ist es gut heute, ne? Guck, ne? Uwe. So, dann. Was ist das? Oh, die Wasserkopf oder was ist das denn? Nein, Herr Doktor. Ach, Frau Dr. Penis, richtig, das ist hier für Niederschlags. Niederschlag gemessen, weil Leute fragen auch viele nach, so Uwe, was ist da mit Regen und so. Ne? Jetzt könnte man doch echt mal gucken und sagen, hier, so viel Regen hatten wir jetzt gehabt oder was. Ne? Aber wir haben jetzt ja nichts mehr da. Ne? Ist ja jetzt bei uns ist aus die Maus, ne? Mit. Aber das ist für nächstes Jahr gar nicht mal so arg schlecht, ne? Dass man mal so gucken kann, wie viel Regen hat es wirklich jetzt gegeben. Ne? Wenn wir mal sagen, ja, das hat geschifft wie die Sau oder was. Ne? Richtig. Wo ist das Ständer denn hier? Ständer hier. So, macht man so rein mit dem Ständer hier. Ach so, gut. So. Dann, ach, herrlich, herrlich hier. Was zum Naschen hier? Scharfe, geräucherte, luftgetrocknete Tyroloni. Tyroloni. Kennst du Tyroloni? Salami. Ja, aber scharf und dünn. Scharf, aber scharf und dünn. Wie weiß ich nicht. Kann man probieren. Hund. Hund haben wir aber drin, die sollen jetzt nicht mehr raus. Schön schlafen. Schon schlafen, Feierabend. Er hat es gut gemeint mit Schokolade. Ich bin ja auch echt ein Süßer, ne? Ich bin echt ein Süßer. Und nochmal, wo wir gerade hier. Du darfst schon aufmachen. Du darfst schon aufmachen hier. Wo und wie hat zu Hause? Weiß ich nicht. Ice Cream. Ich habe heute noch dran gedacht, ich habe heute noch Eiscreme gehabt, Vanille mit Erdbeer, dachte ich mir, Menschenskinder, du, jetzt wäre es aber gut, wenn ich noch, Leo, ja, das war mein Sonderwunsch hier, Schwartau Kirsch Amarena, oh, das ist lecker, das Zeug, ne? Also das ist wirklich, wirklich lecker. Wer das noch nicht kennt, also muss ich echt sagen, ich mache mal hier Werbung hier. Ja, geil. Das ist wirklich saulecker. Auf Eis oder auf Pudding, egal. Ne? Aber ich schweife wieder vom Thema ab, weil ich wollte was anderes sagen. Ich habe in der Tat, habe ich jetzt, also seit AIDA habe ich 11 Kilo runter. Ne?
Und 11 Kilo, ja, Tatsache, ohne Scheiß. Und es liegt bei mir, ist das hier mit Schokolade und mit Süßigkeiten und mit, das ist bei mir das. Dann, ne? Dann ja. Mag also senden die Geschenke für dich. Gut, oder? Jägermeister! Wir können gleich aufmachen. Hier kommen wir. Oh, nee, ich muss morgen noch fahren. Ich muss morgen noch fahren. Nee, können wir nicht machen. Ich muss morgen noch fahren. Ach, hier. Semmelknödel. Die müssen auch noch wieder machen. Knödel. Ja. Knödel. Oh, geil. Achso, hier, so rum. Pardon. So rum. Knödel hier. Ob das hier gibt, ich glaube auch nicht. Ne? Du. Ich glaube, Knödel haben wir hier auch nicht. Du. Ah, was habe ich gerade gesagt? Amarena-Kirsch mit Pudding. Sau lecker. Ja, die Bahn. Ja, da muss ich halt wieder eine Stunde extra machen auf dem Crosstrainer. Telak. Ja, das macht doch nichts hier. Oh. Für den kleinen Alkoholiker zwischendurch, gell? So. Hast aber heute ein schönes. Was ist denn jetzt wieder los? Was ist jetzt wieder? Spekulatius, ja, Spekulatius. Kinder, diese Sachen kriegst du bei uns nicht. Nicht für Geld und gute Worte bekommst du das hier nicht. Genauso wenig wie ein Christstollen. Das kriegst du hier bei uns auch nicht. Internet, okay, da müsstest du gucken, dass du das dann vielleicht bestellen kannst. Aber hier bei uns nix, gar nix, überhaupt nichts. Hallo, nix, ne? Vielen Dank, Maggie, noch nicht fertig vom Anfang. Maggie. Oh. Maggie haben wir aber hier auch. Maggie ist nicht das Thema. Nee. Maggie haben wir hier auch, ne? Vom Ersenden, vom Anfang, ja? Wird noch nicht fertig. Aber hier hat auch so die Maggie. Nimmst du so viel auf jetzt, Maggie? Oh. Nee. Bist nicht die jetzt Maggie-Frau? Nee, ich nicht so gerne, Matti. Okay, dann noch mal was für die Hunde. Für die Hunde. Für die Hunde. Wie gesagt, die haben wir jetzt schon drin. Die sollen jetzt nicht mehr raus da. Und dann stören die auch so die Aufnahme. Ah. Nudetäler. Wie heißt das nochmal? Sag mal. Nudeteller. Nudelteller. Genau, Nudelteller heißt es. Neu in Thailand, Nudelteller. Mach hoch. Nudelteller. Tilak, Nutella heißt es. Nutella, aber ich nicht so gerne. Oh, ich aber gerne. Ich aber gerne. Du. Nutella ist auch gerne, ehrlich, du, ne? Heute hast du aber ein gutes Paket jetzt gemacht. Hier kannst du nochmal aufmachen. Hier kannst du nochmal aufmachen. Schokolade ist alles gut. Also wir haben also. Von den Temperaturen her ist das alles gut, muss ich sagen. Alles sehr gut. Passt alles jetzt. Hund. Basilikum? Nicht mehr für Kochstroh. Haben wir so viel davon geschwätzt bei der Pizza? Von Basilikum? Oh nein. Knoblauchsalz, kennst du nicht? Nee, ich kenne nicht. Kennst du nicht? Nee. Gibt's auch. Knoblauchsalz gibt's auch, ne? Nee, jetzt ich an. Was? Was sagst du? Nein. Ui, jetzt wird der Tisch langsam klein hier, du. Also, du musst noch aufmachen, mein Schatz. Du musst noch aufpassen. Handschuhe, ja. Yusuf, vielen Dank. Wo sind die her? Handschuhe? Ja. Ja, Handschuhe. Er hat, ne? Vom Anfang erst in einer Woche jetzt schon leer. Dann jetzt, ich schon kaufe neu, aber in Thailand hat. Ja. So, hier, du musst aufmachen. Du bist heute hier. Oh, das ist bestimmt Marmelade noch. Das ist bestimmt. Ich bin. Oh! Ich glaube, den mache ich heute auf. Ich glaube, den werde ich heute noch. Nee, den mache ich heute nicht auf. Nee. Den mache ich heute nicht auf. Weil Poi ist nämlich da. Wenn ich den aufmache, dann ist der nämlich leer. So, weil wir sind nämlich nicht da. Wir sind nämlich nicht da. Und dann ist der weg. Was?
gut, aber ich liege oder die Eierlikör. Ja. Du wolltest sehen. Ja, aber ja. Eierlikör ist so lecker. Ah. Schokoladenpudding. Warum gibt es ja eigentlich auch keinen Pudding in Thailand? So, warum gibt es hier keinen Pudding? Du. Komisch, ne? Gibt's ja auch nicht. Du. Pudding. So, hier. Cola, nochmal Haribos, Cola. Oh, richtig schönes Gefresspaket heute. Du. Was hast du noch drin? Zahnbürsten? Habe ich gelbe Zähne oder was? Habe ich gelbe Zähne hier? Habe ich gelbe Zähne? Leute, wieso können, aber vom Arm, also ich habe gekauft so viel Watten, wenn es am Leute wieso können. Ah. Oh, 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 oh. So, warte. Ich mache das hier mal weg hier. So, jetzt Zettel. Jetzt darfst du weiter aufmachen, Tilak. Das könnte Kirschmarmelade sein. Und das ist Senf, das kann ich hier schon sehen hier. Ja. Das kann ich hier schon sehen. So, warum haben wir jetzt hier 70 Baht Zoll bezahlt? Interessant, ne? Aber war auch keine Rechnung dran, irgendwie jetzt warum oder was, ne? Stand also jetzt nicht irgendwie was drauf. Oder habe ich was übersehen hier drauf, da, dass hier was war hier? Teuer, aber diese lecker. Oh, diese lecker, Tilak. Ja. Diese hier lecker. Diese lecker. Wir haben gekauft 1,20 Euro, oder? Jetzt weiß ich nicht, wie viel. Diese. Weißt du, was ich damit mache? Die nehme ich mit. Ja, ich die nehme ich mit. Oh! Oh! Ja, die nehme ich mit. Die nehme ich mit, oder? Die nehmen wir mit. Schön. Also ich weiß jetzt noch nicht, wann ich das Video hier jetzt mache. Wie gesagt, heute ist Montag. Und Hunde sind jetzt weg. Was ist das denn? Löwensenf. Löwensenf. Was ist das denn? Die muss ich heute aufmachen. Mit die Senf hier. Ah, ja. Solche Sachen findest du hier auch nicht, ne? Findest du hier auch nicht dann, ne? Sowas dann. Ob die schmecken, weiß ich jetzt nicht, kann ich dir jetzt nicht sagen, aber die werden wir uns heute doch endlich nochmal einverleiben. Wir lassen die Gummibärchen zu und das schlummern wir uns heute weg, Tilak. Die Würstchen hier mit Senf hierbei. So, also, vielleicht schon mal Vorabinformation. Wir müssen nach Udon Thani runter. Wir haben da, oder vielmehr Porn hat da was Familiäres noch zu erledigen. Deswegen sagte ich auch zu den Hundekäufern, ihr müsst jetzt kommen, am Wochenende. Und heute auch. Und Dienstag auch. Und dann müssen wir losfahren. So. Ja, das mal zur Vorabinformation gibt also dann. Wahrscheinlich schon diese Woche gibt es dann schon Videos von Udon Thani. Ne? Ja, klar, sind ja auch hier schöne Schafe hier vor. Schafe Tiroloni. Tiroloni. Aloy. Aber guck mal, sehen, so hart, ne? Nee. Aber nicht hart. Mm-mm. Schön gut zum Kaufen. Auch für alte Männer. Tina. Rumpelig. Also. Oh, lecker. Lecker. Beste. Jungs, die Flasche kostet hier, die 07er Flasche, 1300 Watt. Das sind über 30 Euro für diese Flasche. Wahnsinn. Ne? Ob das der war, warum sie jetzt da 70 Watt haben wollten für Zoll. Keine Ahnung. Ne? Aber erstmal nochmal einen fetten Dank an den Marc. Wie heißt der? Marc. Wo ist das? Also, vielen lieben Dank dafür. Ich sehe das mal als Weihnachtsgeschenk hier. Leistung und Anerkennung. Die Urkunde nagel ich mir übers Bett. Und die darfst du aber auch dem Pony zeigen. Die auch weg. So.
Der mag auch gern essen. Der ist wieder hier. Den haben wir heute auch noch abgeholt. Der hat schon wieder 10 Tage Urlaub. 10 Tage Urlaub. Ich weiß gar nicht, wie viel Urlaub die haben, du. Keine Ahnung. Ich habe gehört, ne? Er hat gesagt, in den Vormonat hat 9 Militär. Dann er. Nächste. Was heißt 9 Militär? Komm. Aha. Also, dann war noch einer hier, der hat mir das auch jetzt erzählt. Also, da ist auch einer von den guten Nachbarsjungs, der ist auch beim Militär. Und der ist auch ständig zu Hause, sagt er. Die haben scheinbar wirklich so viel Urlaub, ne? Ja gut, jetzt ist er wieder hier und wir haben dann das schon vorab da jetzt gewusst und dass wir dann da nach Udontani runter müssen da und werden wir dann ein paar Tage dort bleiben, ja? Ja, ein paar Tage bleiben wir dann da und ja, würde ich mal sagen, das schon mal zur Vorabinformation. Was möchte ich sagen? Kissing? Ja. Kissing? Nein. Vogel! Ach, ich dachte, du wolltest bei mir Kissing machen. Nein. Hier. Och, Kea no Homo, jetzt habe ich mich schon gefreut hier. Nein, hier die Electus, Romeo und Julia. Ja. Bisschen schwierig. Ja gut, aber wir schweifen vom Thema ab. Nochmal vielen Dank für dieses Care-Paket, für das Fresspaket. Alles gepasst, wunderbar. Ja gut, Maggi ist jetzt nicht Not, das gibt es in Thailand auch. Und nimmt man hier auch wirklich auch viel in der Küche, muss ich sagen. Nicht mehr, vielen Dank. Porn, aber nimmt nicht so viel im Maggi, ne? Du nimmst eigentlich mehr so Fischdose. Oder für Ei nimmst du das, ne? Ja, nur für Ei. Ne? Für Ei nimmst du das dann, ne? Ne? Genau, genau. Und das ist natürlich hier das Allerbeste hier, du. Kirsch Amarena, du, ey, saulecker, kann ich echt empfehlen hier, ne? Gut. Nein, diese lecker. Was machen wir davon? Gelierzucker, hast du gar nicht gezeigt, ne? Ja, ich habe gezeigt, ja. Gelierzucker gibt es hier auch nicht. Kannst du hier auch nicht kaufen. Nein. Gelierzucker gibt es hier auch nicht. Du musst was anderes nehmen. Würde dann auch wohl funktionieren. Ich weiß gar nicht, wie das geht, ob das überhaupt schmeckt oder was. Ne? Aber wir machen dann daraus mit Erdbeeren, ne? Machen wir daraus wieder, ne? Erdbeermarmelade, ne? Oder wenn wir hätten tiefgefrorene Kirschen. Aber habe ich nicht gesehen. Wir haben hier nur im Makro tiefgefrorene Erdbeeren. Hat er Kirschen? Hat er ja. Da kommen wir nicht hin, mein Schatz. Aber Udontani, ich meine, da können wir auch mal stöbern und mal shoppen da und gucken, was wir da so finden. Ob die da so gut ausgerüstet sind wie in Pattaya oder was, ne? Im Best-Supermarkt oder was, ne? Und da mal rumstöbern, was wir dann da vielleicht finden. Vielleicht finden wir dann mal Christstollen. Vielleicht im, wie heißt der? Zentra Udon, Udon Zentra oder weiß der Ding, ne? Zentra Udon, ne? Mal gucken. Also, gibt es demnächst dann davon noch ein paar Videos von Udontani und ich würde sagen, das war's für heute. Immer dann denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Nochmal einen fetten Schmatzer an den Mark. Und tschüssle! ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอู๋อุ่นฮอนค่ะขอบคุณค่ะชูสเลฮาบดเอลเซวูเดวิดลูเกอร์อุ่นฟีอติอุ่นชูสเลขอบคุณค่ะชาวชูดชื่นชื่นนะครับ steht hier auch